Mein Name ist Feger Robert, ich bin Betriebsleiter bei der Bergbahn Schäffer. Wir befinden uns da jetzt vor der Eibergbahn, die wir heuer den ersten Winter in Betrieb haben. Die alte Eibergbahn war ja ein Doppelvierer, wo der Sessel relativ schnell kommt und der Komfort beim Einstieg zu wünschen übrig gelassen hat. Und dann, wenn man auf der Strecke ist, hat man eigentlich das Gefühl, es geht nichts mehr weiter. Wir haben die versucht zu ersetzen mit einer Bahn, die das Gleiche kann als vorher die zwei miteinander. Für den Gast ändert sich zum einen der Komfort beim Einstieg, egal ob das der Erwachsene ist oder ob das die Kinder sind. Und zum zweiten ist einfach die Wartezeit um ein Vielfaches kürzer. Länge 450 Meter, Fahrgeschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde, Förderleistung 4570 Personen in der Stunde und natürlich eine gewaltige Komfortverbesserung auch für die Bediensteten an der Station. Die Fahrzeit hat sich gegenüber der alten Bahn mehr als halbiert. Die Eibergbahn ist bei uns eine äußerst wichtige Bahn als Verbindung zwischen den Skigebieten. Und die Firma Doppelmayr hat es geschafft, diese beiden Bahnen mit einer zu ersetzen, die leistungsstärkste Bahn der Welt, was Förderleistung betrifft, ist und dadurch eine gewaltige Qualitätssteigerung im Skigebiet ist.